Meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sollen die Winter befreien am Altar von Suxli. Da sind wir jetzt schon ganz in der Nähe. Ich werde auch hier gerade schon komplett umzingelt. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin da noch gar nicht reingeritten, du. Ja, sag mal wieder weg hier, du. Ja, keine Ahnung. Die machen schon Alarm und kommen schon aus allen Richtungen. Jedenfalls, also, wir sind endlich dabei. Wir wollen Batterie und die ganzen Desiler ausschalten. Aber erstmal müssen wir an drei verschiedenen Stellen die Winter befreien, damit die uns helfen. Und da sind wir gerade dran. Einen Punkt haben wir schon und der zweite soll jetzt eingenommen werden. Nur irgendwie haben die uns halt schon bemerkt und es ist schon alles voller Gegner. Das macht es nicht unbedingt leichter. Aber leicht ist ja auch nicht unsere Devise, oder? Warum stirbt die zum Beispiel nicht? Doch jetzt. So, ich schalte erstmal das erste Fleischfutter aus, was hier, also was hier angelaufen kommt, ohne... Oh Gott, von hinten kommt schon Verstärkung. Von hinten kommt schon dicke Verstärkung. Okay. Haben wir noch Möglichkeit, Bomben herzustellen? Ja, Stachelbomben. Dann würde ich sagen, kriegen die erstmal eine ab. So, dann haben wir hoffentlich den Dicken auch ausgeschaltet. Jo, der Dicke ist ausgeschaltet, da bin ich aber sehr zufrieden. Bienen! Noch eine Trophäe, wir hatten beim letzten Mal schon Trophäen bekommen. Mehrere sogar, glaube ich. Das freut mich natürlich, wenn wir da noch mehr kriegen. Warte mal, wir nehmen den Speer. So, und ich muss noch mal eben heilen. Oh Gott, mein Auge juckt. Alles gleichzeitig. Heilen, Auge jucken. So, du schießt mit deinem Pfeil auf uns, mit deinem Bogen auf uns. Das wollen wir natürlich auch nicht. Alles, was hier so an kleinerem Fußvolk ist, dann werden wir ja auch schnell los. So ist ja nicht, ne? Wir können uns ja nicht wirklich was anhaben. Mit unserem Säbelzahntiger und den Powerspeeren. Wenn ich jetzt schon sehe, wie viele... Oh, habe ich meine Katze verloren? Oh ja. Ich dachte gerade, wir reiten noch. Ne, wir reiten gar nicht mehr. Was ist eigentlich mit dir los? Du bist irgendwie gestorben im Stehen, ne? Hallo? 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 Ah, die ist im Stehen gestorben. So, ich helfe mal hier meiner Bestie. Wenn ich diese ganzen Kreuze sehe, dann haben wir ja schon einige ausgeschaltet. Insofern. Ich denke, das sollte zu schaffen sein. So, Katze wird wieder mitgenommen. Weiter geht's. Ne, Kollege? Das sieht so aus. So. Ah, jetzt lebt aber wieder einer hinter uns. Wie das kam. Oh Gott, da kommt ein Dicker. Naja. Befreie erstmal hier. Sorry, ich wollte dich nicht, warte. Ich helfe dir gleich. Aua. Die tun halt echt weh. Warte mal. Lösung wäre in dem Fall dann wahrscheinlich eine Stachelbombe. Kaduz! Und, ist das eine Lösung? Gehst du dabei drauf? Dickerchen? Nö, das juckt ihn nicht. Also gejuckt haben die Bienen wahrscheinlich schon, aber er hat es halt einfach überlebt. Da, ich glaube, damit haben wir die meisten Gegner. Insofern werde ich mal eben befreien. Irgendwer ist noch in der Höhle. Hi. Ich glaube, dann sollten wir eigentlich alle haben hier, oder? War das hier am Altar von Suxli oder war das was anderes? Warte mal, wir schauen mal auf die Karte. Nee, befreie die Winja. Anscheinend haben wir doch noch nicht alle. Da oben ist noch eine Höhle. Vielleicht ist da noch jemand drin. Aber es wird mir eigentlich nichts angezeigt. Nee, da ist auch keiner drin. Einfach nur eine Höhle. Befreie die Winja. Doch, jetzt wird's... Ah ja, okay, wir haben es fertig. Doch. Jetzt ist nur noch das letzte hier. Das ist wahrscheinlich das, was man theoretisch als erstes holen sollte. Was wir jetzt als letztes machen. Aber die Reihenfolge ist ja am Ende des Tages egal, würde ich sagen. So. Na, ich hab's schon mal gesagt. Das eine Sache traue ich wirklich hinterher. Und das ist so ein Wingsuit. Ich finde das einfach geil, damit sich fortzubewegen. Irgendwo runterzuspringen und weit zu fliegen.
Ich fand bei Far Cry 4 diese komischen Gyrocopter oder was das war, die fand ich irgendwie kacke. So ein kleiner Mini-Helikopter. Ich finde, dann hätte ich lieber einen richtigen Helikopter. Die waren so nichts Halbes und nichts Ganzes. Man konnte nur relativ langsam fliegen. Man konnte nicht wirklich hochfliegen damit. In die Berge ging auch nicht. Also, die waren zwar ganz nett, um von A nach B zu kommen, aber ich fand, die waren auch nicht so geil. Also, diese komischen Copter-Dinger, die vermisse ich jetzt nicht unbedingt. Ouija-Ereignis. Warum haben wir denn jetzt hier in dem Isila-Heimat-Ding ein Ouija-Ereignis? Das ist wirklich komplett random, ne? Ninja-Ereignis abgeschlossen. Seht ihr, geht nämlich ziemlich schnell. So, da ist der letzte Posten, den wir einnehmen müssen, um die Ninja zu befreien. Aber der sieht ziemlich groß aus. Und das Problem ist, da ist Wasser. Insofern muss ich jetzt mal meine Katze zurücklassen, sonst ertrinkt die nämlich wieder. Wir schwimmen erstmal rüber. Und dann sehen wir weiter. Okay, da oben ist schon jemand, der uns sieht. Da sind auch schon welche, die uns sehen. Von überall werden wir schon gesehen. Und das Ding ist wahrscheinlich genau im Wasser, kann ich meine Eule nicht rufen. Da war was. Also, das geht nicht. Muss ich mal schauen, wo ich an Land kann, damit ich die Eule benutzen kann, ohne dass sie mich sehen. Weiß man ja vorher nicht. Hätte ja sein können, dass das einfach so klappt. Also müssen wir erst alle Gegner loswerden. Alles klar. So, ich glaube, den habe ich schnell genug ausgeschaltet. Müsste eigentlich. Auch jetzt könnte ich wieder befreien. Mach's aber nicht. Eule ist wieder bereit. Schauen wir mal, hier bei uns in der Nähe ist jetzt kein Gegner mehr. Ah, es gibt mehrere Alarmtürme, ne? Eigentlich müsste ich wirklich erstmal die Alarmtürme ausschalten. Wir sind da. Ein Alarmturm ist hier drüben. Und da ist nur der Gegner. Das heißt, wir schalten den aus und gehen erstmal Richtung Alarmturm. Und schalten den aus. Den Alarmturm. Ist mir eigentlich lieber. Wobei es natürlich sein kann, dass der Kollege da oben uns dann Probleme macht. Vor allem, weil der eine Maske hat. Vielleicht kann ich den irgendwie ablenken. Ja, der guckt weg. So, ein Alarmturm ist ausgeschaltet. Weil wenn ich die loswerde, das ist eigentlich das Wichtigste, wenn ich die Alarmtürme loswerde, haben wir es so viel leichter. Dann muss ich nur die ausschalten, die hier wirklich sind. Und das sind ja viel, viel weniger, als wenn da noch Alarm geschlagen wird und dann noch mehr kommen. So, da hinten ist noch ein Alarmturm. Das heißt, ich könnte wieder zurückgehen. Und dann hier hin. Mein Tiger wird entdeckt und ich werde entdeckt. Holy shit. Ich muss versuchen, schnell zum Alarm zu kommen und den auszuschalten, bevor die ihn benutzen können. Der war hier hinten irgendwo, richtig? Ja, der ist hier. Ich glaube, ich habe ihn zerstört. Das heißt, es dürfte eigentlich... Aber es gibt auch noch Gegner, die Alarm rufen, ne? Es gibt auch noch so Gegner, die so Tröten haben. Insofern werden wir wahrscheinlich trotzdem... Alarm ausgelöst haben, oder? Weil diese Gegner, die Alarm auslösen, mit den Tröten, die stehen ja auch manchmal irgendwo oben auf so Posten, die sind ja nicht weniger schlimm. Es kommt ja aufs Gleiche raus am Ende des Tages dann. Aber gut, es ist jetzt noch kein Alarm ausgelöst worden. Da hinten ist noch ein Gegner. Also ich habe zumindest die beiden Alarmposten habe ich ausgeschaltet. Ich hoffe, das hat geholfen. Ganz da hinten ist noch ein Gegner. Keine Ahnung, was der da auf dem Feld macht.
Vielleicht können wir sogar schon befreien jetzt. Wenn kein Alarm ausgelöst wurde, dann dürfte es eigentlich kaum noch Gegner geben jetzt. Hier ist noch eine Tasche. Na gut, dann befreien wir mal, in der Hoffnung, dass sie nicht doch noch getötet werden. Guapati. Ich habe jetzt zumindest keine Gegner mehr gesehen. Alarmführende Türme sind weg. Keine Pfeile mehr, von wegen ich werde entdeckt. Also, vielleicht war es das schon. So, Nummer 2 und... Jetzt kommt noch Nummer 3. Auch hier keine Gegner mehr. Ne, dann sollten wir es eigentlich haben. Gut, dann haben wir alle ausgeschaltet. Alle befreit. Dann müsste jetzt eigentlich das nächste Missionsziel aufploppen. Befreie die Winja. Ja, sollte... Trifft dich mit dem Winja vor Bataris Tempel. Siehste, hat funktioniert. Wir haben sie befreit. Ich werde aber noch ein bisschen plündern, weil wir haben natürlich auch wieder viel verbraucht. Fleisch zum Beispiel haben wir keins mehr gehabt. Bienenschwarm, auch gut. Achso, der ist wahrscheinlich oben drauf, ja. So, 400 Meter. Gut, Katze. Ich weiß, du brauchst ein bisschen Futter. Ich habe aber nur noch ein Stück Fleisch jetzt. Also teile es dir ein. Triff dich mit dem Ranger vor dem Tempel. Wo ist denn der Tempel? Da hinten ist der Tempel. Na gut, dann machen wir uns auf den Weg. Ach so. Ja, ich muss durchs Wasser, ne? Gibt's einen Landweg? Ja, es gibt einen Landweg. Ich bin gespannt. Vielleicht erwartet uns da nochmal ein großer Kampf. Vielleicht müssen wir gegen Batari kämpfen. Keine Ahnung. Wird sich alles gleich zeigen und dann hoffentlich zu einem Ende kommen. Ich denke mal, da wird es eh erstmal nochmal eine Cutscene geben oder irgendwas, ne? Wir versammelt mit unserem Volk vor dem Tor von Bataris Tempel. Der Tempel von Batari. Gott, das ist meine Armee. 4 so Lappen ohne Rüstung und Waffen. Na gut, das kann ja nichts werden. Warum haben wir nicht einfach unser komplettes Dorf mitgenommen und bewaffnet? Wir fällen den großen stehenden Stein. Den da? Damit öffnen wir das Tor. Oh ja, das klingt nach einem Plan. Kappe die Halteseile der Obelisken. Oh, da werden wir direkt bemerkt. Wehre die Siedlerwachen ab. Alles klar, machen wir. Schrotflinte. Eine gezähmte Bestie kann das Ziel nicht erreichen. Ach so, das ist auch quasi wie eine Brücke dann, ne? Wenn wir, weil wir nicht rüberkommen, weil da ein Graben ist. Ich dachte, es ging nur darum, das Tor einzureißen, aber das ist eher eine Brücke dann. Darum geht's eher. So, den haben wir. Da oben ist noch einer an der Mauer. Haben wir. Da ist noch jemand. Mein Aim ist schon wieder grauenhaft, aber es ist auch manchmal das Gefühl, du hast auch manchmal das Gefühl, du bist drauf, aber bist es dann doch nicht. Bleib stehen! Bleib stehen, habe ich gesagt, meine Güte! So, haben wir. Ich habe aber auch bald keine Munition mehr für meinen Bogen, glaube ich. Ist schon gut, dass wir das geskillt haben, dass wir mehr haben, aber... So, wie ist das? Fällt der Stein jetzt endlich mal? Oh ja, er fällt. So, damit sollten wir jetzt eigentlich reinkommen. Oh, wir haben einen Dorfbewohner verloren. Egal. Wir marschieren jetzt da rein. Mit der Keule, würde ich sagen. Achso, vielleicht sollte ich... Ah, jetzt wird die Maske angezogen. Eigentlich sollten die sich doch dann alle ergeben, oder? Ich will nur eben die Pfeile einsammeln, die ich hier alle verballert habe.
Stürme Bataris Tempel. Moment, ich brenne gerade, dann komme ich. So. Seht ihr, die haben nämlich Angst. Wir müssen gar nicht kämpfen. Die sehen die Maske und rennen. Checkpoint. Was habe ich denn getan? Ah, guck mal, es gibt wieder so doppelte Sonnen. Die Bestie kann dir nicht folgen, du kannst sie später rufen. Und wir müssen Batterie ausschalten. Tatsache. Aber ich habe kaum noch Pfeile und so ein Zeugs, Mann. Na egal. Das sieht so aus, als müsste ich es anzünden. Wir machen es einfach mal. Aber es hilft noch nicht. Ich dachte, es sieht so aus, als müsste ich es anzünden. Aber ich kann Batari schon angreifen. Na gut, dann greife ich sie halt an. Ich meine, ich weiß nicht, ob das der Plan ist. Ach guck mal, sie hat schon einen Pfeil im Kopf stecken. Aber sie ist noch ziemlich munter. Oh, die tut aber weh. Tja, was ist der Plan? Wie schalten wir die am besten aus? Ich bin da überfragt, muss ich ehrlich sagen. Ich würde jetzt einfach versuchen, zu der zu kommen. Oh, der Speer tut weh. Aber ich werde nicht genug Material haben für mehr Speere. Oh, und sie tut auch ziemlich weh. Aua. Vatari hat Verstärkung gerufen, bezwinge sie. Ja, das wird ein langer Kampf, glaube ich. Aber das ist ja auch ein Endfight. Also wir müssen jetzt immer wieder die Truppen töten, dann müssen wir wieder sie angreifen und hier stehen auch überall Waffen und Zeugs rum. Insofern, das ist wahrscheinlich so der Fight dann im Endeffekt. Ihre Truppen bekämpfen, sie bekämpfen. Ihre Truppen bekämpfen, sie bekämpfen. Aber ich habe jetzt schon kein Heilmittel mehr. Das macht es nicht unbedingt leicht. So, und sind da noch mehr? Ich muss die mal plündern. Ich kann meine Bestie schon nicht mal mehr heilen, weil wir kein Fleisch haben. Ich habe gar nichts, aber... Wenn ich hier ein bisschen die Leichen plündere, vielleicht haben die ja was dabei. Also mich selber kann ich ja immer heilen, aber... Guck mal, hier sind noch Speere und so Sachen. Das ist eigentlich ganz gut. Und hier ist irgendwie... Ach so, da ist so ein Verstärkungshorn. Keine Ahnung warum. Die anderen Isila, die hatten alle Angst vor uns, weil wir die Maske hatten, aber sie lässt sich davon natürlich nicht beeindrucken, ne? Aber wir haben ja Speere und ich weiß auch jetzt noch, wo noch mehr Speere sind. Das ist gut. Komm, zeig dich! Batari! Ich hab sie getroffen. Oh, shit. Ich hab einen Speer komplett versemmelt und sie hat getroffen. Ich muss mich heilen. Gott sei Dank haben wir hier diese Schutzdinger. Ich mache mich mal komplett voll, aber ich denke mal, ein Pfeil von ihr gibt uns eh schon fast maximalen Schaden. Wir können halt ihre Deckung zerstören, ne? Tatsächlich. Ich habe ja den einen schon kaputt gemacht.
Jetzt haben wir schon den zweiten kaputt gemacht. Und sie ist auch schon unter der Hälfte. Und da hat sie wieder Verstärkung gerufen. Ja, ich habe es fast gedacht. So, wenn wir die Hälfte erreichen, dann wird wahrscheinlich wieder neue Verstärkung kommen. Und sie kommt wie gerufen. Was hat es eigentlich mit diesem Löwen auf sich? Der läuft hier die ganze Zeit jetzt frei rum. Frage ist, greift er mich an oder greift er die anderen, den Sila an? Gott, meine Katze ist da irgendwo mitten im Feuer. Ich muss hier weg. Katze kämpft da unten, aber... So, ich glaube auch, dass die Batterie weiter auf uns schießt. Ich habe zumindest so Pfeile fliegen sehen. Ich meine, die paar Truppen von denen mal eben auszuschalten, eigentlich gar nicht so das Problem. Wobei, das tut schon wieder ziemlich weh hier mit dem Feuer. Ich meine, ich habe es ja geskillt, dass wir weniger Feuerschaden kriegen. Das ist zumindest eine Hilfe. Ah, da ist ein Dicker, deswegen. Pass auf. Katze, geh mir aus dem Weg. Sonst spieße ich nämlich nur dich auf. So, hier waren Speere, genau. Katze ist auch schon verletzt. Wunderbar. Ah, die dicken zwei Speere tun's. Gibt's direkt mal einen neuen Fähigkeitenpunkt. Noch ein Dicker. Zwei Speere. Ja, wunderbar. Ich glaube, damit sollten wir das meiste wieder haben und können wieder zu ihr gehen. Leider stirbt meine Katze gerade. Habe ich noch Fleisch? Nee, sonst würde ich die Katze kurz wiederbeleben. Ausgewichen. Ah, jetzt hat sie wieder getroffen, aber ich habe auch getroffen. Und da gibt es wieder neue Verstärkung. Sie hat aber auch nur noch ein Viertel oder so. Ich glaube, das könnte klappen. Ich vermute nur, wenn wir halt sterben, dass wir alles nochmal machen müssen. Deswegen bin ich da jetzt sehr vorsichtig, weil wir es halt fast haben. So, wir machen denen mal eine Tobsaftbombe hin. Damit sollte ich drei Leute haben. Und die können sich schön selber umhauen. Okay. Greifen aber trotzdem mich an. Ihr sollt nicht noch tobsüchtiger jetzt auf mich gehen, sondern ihr sollt euch gegenseitig angreifen. Habt ihr noch nicht so ganz verstanden, ne? Ich muss echt aufpassen. So, wieder einer ausgeschaltet. Nebenbei brenne ich wieder, weil alles brennt. Es ist einfach nur chaotisch hier, Alter. Zwei Dicke. Habe ich noch Speere? Ich bin auch gleich hier am Rande der Map, Mann. So, Speer. Nummer 1, Nummer 2, es reicht nicht. Ich habe nicht getroffen, den zweiten. Ich bin fast down. Ich muss laufen. Ich muss laufen. Lasst mich doch in Frieden. Ich muss sprinten. Pfeile rausziehen, weglaufen. Einfach nur weglaufen. Ich habe schon längst keine Heilung mehr. Bin hier nur noch am Notwickeln die ganze Zeit. Oh Gott. Nebenbei schießt sie auch noch auf uns und macht uns massiven Schaden. Ein Treffer von ihr ist wieder vier Lebensbalken weg. Warte mal, vielleicht, meine Katze ist ja jetzt vollends gestorben, dann müsste ich eigentlich wiederbeleben können. Ja, ich kann die nämlich nur nicht heilen, weil ich kein Fleisch habe, aber ich kann sie wiederbeleben, weil ich Rotblatt habe. Ja, seht ihr, da hat Batterie uns getroffen. Leben ist wieder fast komplett weg. Neuen Speer herstellen. Dicker ist auch weg. So, jetzt wieder zur Batterie. Leben ist voll. Speere haben wir noch zwei. Wenn nicht jetzt, wann dann? Holy shit. Aua. Ich treffe nicht, sie trifft. Es ist einfach nur der Wahnsinn, Alter. Ach, nebenbei brenne ich, glaube ich, auch noch. So. Wenn wir noch mehr Grünblatt hätten oder mehr Heilung, wäre das Ganze noch einfacher. Aber es stimmt schon, was er auch gesagt hat. Es ist sehr schwer. Man muss am besten viel geskillt haben vorher. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt noch nicht die maximalen Waffen und so. Das wäre so aussichtslos. Na, sie hat keine Deckung mehr. Das ist unsere Chance. So, ich muss immer geduckt bleiben. Ein Treffer ist wieder Leben weg. Oh shit. Sie kommt jetzt zu uns. Oh fuck. Wir sind tot, glaube ich. Ich vermute, wir sind tot. Weil sie geht jetzt plötzlich in den Nahkampf über, glaube ich. Und ich habe keine Materialien mehr für Speere. Warte, da ist noch eine Beutetasche. Reicht das, um einen Speer herzustellen? Nein.
natürlich nicht. Okay, ich muss irgendwo hinlaufen. Warte. Holzpfeile. Ja, ich habe zwei Speere aufgehoben. Das ist gut. Und der kommt hier mit seinen Sprungattacken an. Ich muss vor allem von ihr weg. Ich meine, sie hat nicht mehr so viel Leben. Aber dadurch, dass sie halt einen auch one-shottet. So, wo ist sie denn? Da oben. Keine Gegner mehr in der Nähe. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, sie ist sehr verletzt. Katze drauf, komm, alles drauf jetzt. Jetzt geht's um alles, Mann. Beweg dich. Ich glaube, wir haben sie. Holy shit, war das ein Fight. Batari zur Asche, Sieg! Wir haben es geschafft, beim ersten Versuch, aber es war wirklich getryhard. Ich bin immer nur weggelaufen, irgendwie geheilt, schon längst keine Speere mehr, kein Grünblatt mehr, nichts zum Heilen, nichts um das Tier zu heilen, gar nichts mehr. Und wirklich nur noch die letzten Ressourcen rausgehauen, aber wir haben sie. Alter Schwede, war echt nicht leicht und sie hat aber keinen schönen Tod gehabt. Ich meine, gut, die Isila mögen das Feuer, aber sie ist jetzt halt auch grausam im Feuer zu Tode gekommen. Guarvati, quai batrighi bata. Sus dugistar malva. Paluhu sakwamat. Winja wakwas takat. Guarvati swada. Wantar, ya batri hushanchi. Who guifas glacket is papi, su shayui. Shaya, su shirhan onmas. Hey, Kuska. Shayuha, hayayama. Okay, ich würde sagen, das haben wir geschafft. Zu Asche. Trophäe erhalten, Tempel von Batari abgeschlossen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, diese Tränke vom Tensei sind so ein bisschen Alkohol. Unser Charakter hat jetzt bestimmten Schädel nach der Feier. Aber damit ist ja das eine Story-Kapitel sozusagen Isila, würde ich sagen, abgeschlossen. Wir haben jetzt noch eine Mission hier bei Roshani, mit dem wir reden sollen. Und natürlich, ja, da unten ist jetzt aufgedeckt. Das haben wir alles geschafft. Da gibt es auch einen Schnellport hin. Und natürlich gibt es nochmal dasselbe, auch mit dem guten Ull von den Udam. Das ist wahrscheinlich nochmal sehr ähnlich dann. Aber das war's erstmal für diesen Part. Langer Part, fetter Fight, geschafft. Auch wenn's hart war. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Far Cry. Euer Walle. Bye, bye.